Meine Lieben, herzlich willkommen zur LinkedIn-Show Nummer 45 mit Datenschmutz. Wie manche sagen, die beste B2B-Talkshow im deutschen Sprachraum. Andere behaupten, es wäre die einzige. Wie dem auch sei, heute unter dem Motto Wild und unrasiert. Warum wild? Wild, weil mein Gemüsehändler gestern frische Chocolate Habaneros verkauft hat. Und Richie muss dann natürlich eine Salsa dazu machen und ja, fünf reinschneiden statt einer Zehntel, die vermutlich gereicht hätte. Also wild, unrasiert, weil heute bereits fest am Vorbereiten für einen grandiosen Event. Und da kann man auch gleich zur, wie nennt man das, Anbindung an die LinkedIn-Show. Ich habe nämlich wieder mal ein Goodie für euch. Viele kennen sicher Stefan Sagmeister. Gebürtiger Österreicher, lebt seit Jahren in New York, ist eine Design-Ikone und das ist in dem Fall ja eher noch untertrieben als übertrieben. Stefan Sagmeister hat für die eine oder andere Band Albumcover designt, zum Beispiel für die Rolling Stones. Er hat eine wahnsinnig erfolgreiche Ausstellung konzipiert, in der geht es um Happiness. Er hat einen Film produziert und Typografie ist seine Spezialität. Und eines seiner Arbeitsprinzipien ist eben, dass sich Stefan Sagmeister alle 7 Jahre eine Auszeit nimmt, weil er das eben für sehr wichtig hält, sozusagen sich die Zeit zu nehmen, sich für sich selber zu beschäftigen. Und Digitalk hat Stefan für kommenden Montag zu einem Webinar eingeladen in kleiner exklusiver Runde. Und ja, da wird es eben vor allem darum gehen, wie er Corona erlebt hat, wie es ihm dabei gegangen ist. Und das wäre ja nicht die LinkedIn-Show, wenn es nicht für euch 2 Plätze zu gewinnen gäbe. Es ist, wie gesagt, eine sehr, sehr exklusive Runde. Findet am Montag via Zoom statt. Ihr findet den Event auch auf Eventbrite. Aber wenn ihr gratis teilnehmen möchtet mit einigen, ja, sehr, sehr spannenden Gesprächspartnern und natürlich mit Stefan selber, dann, meine Lieben, wäre Folgendes zu tun, weil das Ganze recht kurzfristig ist, haben wir keine Landingpage eingerichtet, sondern ihr schickt einfach eine E-Mail an philippjochum@pro.media. Ich werde die E-Mail-Adresse dann auch unten gleich dazu posten, beziehungsweise Philipp verlinken. Ja, die Veranstaltung, ich bin an der Veranstaltung insofern auch beteiligt, als ich das Vergnügen habe, das Ganze technisch zu hosten, Pro Media und Andi Ablinger, die machen das Ganze gemeinsam. Ja, und wir denken, das wird eine sehr, sehr spannende Runde. Ich bin auch sehr, sehr neugierig aufs Gespräch. Und ja, wenn ihr mal mit einem der bekanntesten und erfolgreichsten Designer intim am digitalen Kamin sitzen möchtet, dann schreibt einfach eine E-Mail an philippjochum@pro.media. Und zwar bitte bis morgen Mittag. 2 Plätze sind reserviert für die Zuseherinnen und Zuseher. Unter allen, die an Philipp schreiben, mit bitte dem Kennwort LinkedIn-Show, werden die 2 Plätze dann verlost. Also ich hoffe, wir sehen uns am Montag. Um 16 Uhr geht der Talk los über Zoom. Link folgt dann direkt vom Veranstalter. An dieser Stelle herzlich willkommen an euch alle. Heute in der 45. LinkedIn-Show habe ich ja nicht wie sonst meistens einen Gast, sondern gleich ein Gästinnen-Duo sozusagen. Miriam Rupp und Nora Feist haben Mashup Communications gegründet, eine sehr erfolgreiche Berliner Digitalagentur, spezialisiert auf Storytelling. Die beiden haben auch ein Buch über Storytelling geschrieben und über all das und selbstverständlich auch darüber, wie LinkedIn denn da reinpasst und welche Rolle LinkedIn für die 2 Geschäftsführerinnen, für sich selber, für die Kunden spielt. Darüber unterhalten wir uns heute. Aber vorher noch eine Ankündigung hier in eigener Sache, in eigener Herzenssache könnte man sagen. Die Stammzuseherinnen und Zuseher dieser Sendung wissen ja, dass wir begonnen haben, heuer im Februar vor Corona, mit einer sehr exklusiven Workshop-Serie unter dem Namen LinkedIn Like a Boss, LinkedIn Lab, und zwar dein dynamisches Glückskleeblatt. Marina Seyerz, Britta Behrens, Thomas Herzberger und meine Wenigkeit. Wir bieten diese Workshops zu viert an. Premiere war, wie gesagt, in Wien im Februar. Da waren wir zu Gast bei UTEL. Und
Ja, jetzt wird es Zeit für die zweite Runde. Bei LinkedIn hat sich eine Menge geändert in den letzten Monaten in Sachen Algorithmus, auch in Sachen Features. Und wir laden euch ganz herzlich ein am 21. Juli zum zweiten LinkedIn Like a Boss Workshop. Diesmal nicht in Wien, nicht in Deutschland und auch nicht in der Schweiz, sondern virtuell, also als Webinar. Aber mit dem gewohnten Line-Up sozusagen. Und zwar, wie ihr es bereits kennt, Marina Seyerz wird über Digital Branding sprechen, über die eigene Positionierung. Thomas Herzberger über Digital Storytelling und welche Rolle die richtige Geschichte und die richtigen Emotionen auf LinkedIn spielen. Britta Behrens bringt euch ihr Spezialthema, ihr Lieblingsthema Social Selling näher. Ganz, ganz wichtig, denke ich, vor allem auch für Vertriebsmitarbeiter. Und ich werde über Content Marketing sprechen und auch ganz besonders darauf eingehen, was denn dieser neue Dwell-Time-Algorithmus in der Praxis bedeutet. Und es zeigt sich jetzt schon nach wenigen Wochen, dass die Auswirkungen auf die meisten Unternehmen doch weit größer sind als gedacht. Und sich auch einiges ändert im Feed-Verhalten, in den Selektionskriterien, das sollte man auf jeden Fall wissen. Also Zeit für ein umfassendes Update. Viermal 45 Minuten mit kurzen Pausen dazwischen und anschließend noch eine LinkedIn-Profile-Klinik. Also ja, fast ein Tagesprogramm von 10 bis 15 Uhr. Afterparty, webinarbedingt danach dann nicht. Dafür allerdings auch zu einem sehr, sehr günstigen Preis, quasi Steal als Webinar. Kosten euch die Karten, wenn ihr rasch bucht, zum Early Bird Price. Je nach Umsatzsteuer, je nach Land, ungefähr 230 bis 250 Euro pro Teilnehmer. Ich denke, das ist für 4 Stunden High-End-Seminar. Ja, solltet ihr euch das nicht entgehen lassen, speziell wenn ihr LinkedIn für euer eigenes Unternehmen oder für euch selber professionell einsetzen wollt, die investierte Zeit, die ist nämlich wichtiger als das Geld sowieso, das werdet ihr mehrfach zurückbekommen, wenn ihr, Teilnehmern allein reicht, das sage ich immer dazu, Teilnehmern allein reicht nicht, es gibt keine Magic Sauce, ihr müsst das, was wir euch dann an strukturierten Prozessen näher bringen und empfehlen, natürlich auch selber umsetzen. Aber dann funktioniert's. Das garantieren wir und das kennen wir auch alle vier natürlich aus eigener Erfahrung. Ja, und damit, bevor wir mit dem Interview beginnen, mit Nora und Miriam, wir haben zu dritt gesprochen, ich glaube, das wird ein sehr, sehr spannendes Gespräch für alle Storyteller, davor zu unseren beiden beliebten Rubriken, Hack der Woche und Frag den Richie. Ja, und bei Frag den Richie, da gab es, konnte ich mir nicht entgehen lassen, da gab es letzte Woche eine einen ganz besonderen Glitch, der, sage ich mal, bei sehr vielen LinkedIn-Nutzern für ungewöhnlich große Nervosität gesorgt hat. Was war passiert? Was ist geschehen? Eine Menge Nutzer haben bemerkt, dass ihr SSI, ihr Social Selling Index, plötzlich und über Nacht, ich glaube am Freitag ist das passiert, um 10 Punkte gefallen ist. Und dann ist es ja so, es gibt 3 Gruppen von LinkedIn-Nutzern in Bezug auf den SSI, die nicht wissen, dass er existiert. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr große Gruppe. Die schon mal davon gehört haben, denen aber ziemlich egal ist, und die ihn argwöhnisch, skeptisch, hoffnungsfroh regelmäßig beäugen, um auch zu sehen, inwieweit sich eben die eigenen Aktivitäten in einem gestiegenen oder gesunkenen SSI widerspiegeln. Ich persönlich habe ein leicht zwiespältiges Verhältnis zu den meisten Kennzahlen, zu den meisten KPIs, weil natürlich auf der einen Seite ist es schon so, dass der SSI ein sehr guter Indikator ist, aber es ist natürlich immer sehr, sehr schwierig, eine so multidimensionale Vorgehensweise wie die Bespielung eines Social Media Kanals auf eine einzige eindimensionale Kennziffer zu reduzieren. LinkedIn macht das ja so, und für die das vielleicht nicht kennen, blende ich den hier auch mal kurz ein. Ihr könnt den eigenen SSI aufrufen unter linkedin.com/sales/SSI. Da gibt es 4 Dimensionen, wo man jeweils zwischen
0 und 25 Punkte haben kann. Und diese vier Dimensionen bilden dann einen Gesamtwert, also zwischen 0 und 100 Punkten. Da geht es einerseits darum, establish your professional brand. Das bezieht sich in erster Linie auf die Komplettheit des Profils und auf den Erfolg der eigenen Status-Updates. Find the right people, sehr stark im Bereich Social Selling bzw. Lead-Recherche angesiedelt. Gelingt es mir, die richtigen Kontakte zu finden? Engage with Insights, das ist ein Punkt, der oft für viel Missverständnis sorgt. Bei Engage with Insights, da geht es eben nicht um die eigenen Inhalte, sondern da geht es um die Kommentare, die ich off-property verfasse, also bei anderen Nutzern in Gruppen und so weiter. Aktive Teilnahme an Diskussionen, ein sehr, sehr wichtiger Bereich, mindestens genauso wichtig wie eben die eigenen Inhalte. Und das dritte, Build Relationships, das bezieht sich dann darauf, inwieweit es gelingt, eben mit dem eigenen Netzwerk, mit Personen auch eben dauerhaft in Kontakt zu bleiben, immer wieder mal digitale Begegnungen zu haben. Ja, was war passiert am letzten Freitag? Die dritte Dimension dieses Engage with Insights ist um 10 Punkte gefallen und da haben sich dann sehr viele gefragt, oh, hat das mit dem Algorithmus-Update zu tun? Habe ich denn irgendetwas falsch gemacht? In der Tat war es tatsächlich nur ein Bug, ein LinkedIn-Bug, der einige Tage bestanden hat und ich glaube am Dienstag war dann wieder everything back to normal, also diese 10 Punkte zurück. Was ich daran sehr spannend gefunden habe, dass dieser Bug eine riesengroße Diskussion ausgelöst hat und dass es alle möglichen Spekulationen und Szenarien gab. Im Nachhinein ist natürlich immer leicht, gescheit zu sein, aber in dem Fall bin ich wirklich am Anfang von Beginn an richtig gelegen. Ich habe vermutet, dass es sich um einen temporären Bug handelt, weil was beim SSI ganz wichtig ist, ihr seht hier oben dieses Industry SSI Rank und Network SSI Rank und viel relevanter als die absolute Zahl, also jetzt bei mir hier in dem Fall diese 83, ist es, wie sichtbar, erfolgreich, wenn man das bezeichnen will, bin ich in Relation zu den anderen LinkedIn-Nutzern in meiner Branche. Das finde ich eigentlich den wichtigsten Indikator, beziehungsweise auch in Relation zum eigenen Netzwerk. Mir ist nur aufgefallen, bei mir ist im Zuge dieses Bugs diese dritte Dimension genauso um 3 Punkte gefallen, war dann glaube ich auf 72 oder sowas, der ändert sich ja tagesaktuell auch immer ein wenig. Und mir ist nur aufgefallen, dass die Prozentwerte hier oben gleich geblieben sind. Und ich beobachte den SSI ja auch schon länger, also meinen eigenen. Und da ist schon klar, wenn man 10 Punkte verliert, dann bliebe das natürlich nicht bei den 1%. Bei 73 wäre das dann eher so bei den Top 5 bis Top 10%. Also da war schon klar, dass es höchstens um einen Anzeigefehler handelt. Aber abgesehen davon zur Kernfrage heute, und die ist dann im Zuge dieser Diskussionen immer wieder aufgetaucht, wie ernst muss ich den SSI nehmen, wenn der mal sinkt? Abgesehen vom Bug im Normalbetrieb ist das Grund zur Sorge. Nun, es ist so, im Normalbetrieb ändert sich dieser SSI in der Regel nicht sprunghaft. Also ich muss jetzt nicht befürchten, ich habe ein schlechtes Status-Update verfasst, einmal wenig Interaktion bekommen und dann macht das Plumps. Das ist schon eine Sache, die einen recht langfristigen Build-up bzw. die Grading-Faktor hat. Und insofern sagt das natürlich schon was aus, wie sich der SSI im Laufe der Zeit verändert. Zum anderen ist er auch ein dynamisches System und eine exponentielle Skala. Also anders gesagt, von 80 auf 90 Punkte zu kommen, ist viel, viel schwieriger, als von 70 auf 80 Punkte zu kommen. Und man sieht einfach nur, auch diese Dimensionen geben ganz guten Einblick, finde ich, in welchen Bereichen läuft schon recht passabel oder sogar sehr gut. Und in welchen anderen Bereichen sollte ich möglicherweise meine Aktivitäten dementsprechend verstärken? So viel meine 5 Cents eben zu dem Thema, ja, SSI. Ist er wichtig, ist er nichtig, man kann was daraus lernen, aber man sollte ihn natürlich auch nicht zum zentralen und einzigen Kriterium der eigenen LinkedIn-Arbeit machen. Ja, und damit zu einem sehr viel eindeutigeren Thema, nämlich zum Hack der Woche. Und der ist diesmal ein wirklich ziemlich cooles Feature, vor allem in aufmerksamkeitsökonomischer Hinsicht. Animierte Bilder und Filmchen, Videos erregen viel eher Aufmerksamkeit als statische Bilder.
Das ist neben der starken vertrauensbildenden Wirkung einer der Gründe, warum Videos auf LinkedIn so populär sind oder warum überhaupt GIFs sehr gerne verwendet werden im Internet. Einerseits für die ganzen Memes und andererseits, weil es einfach was von diesem wow, bam, in your face, Manga-artigen Style hat und auch ein bisschen Retro-Trash-Ästhetik. GIF ist ja nicht gerade das qualitativ hochwertigste Rasterformat, wurde in den letzten Jahren schon x-mal totgesagt. Aber gerade diese Animated GIFs, da gibt es nicht wirklich einen Ersatz dafür. Die trifft man allenthalben auch im LinkedIn Messenger fix integriert und gern genommen, allerdings nicht verwendbar auf LinkedIn im Newsfeed, beziehungsweise man kann da schon Animated GIFs hochladen. Wir haben ja die Dateiendung GIF, dargestellt wird dann aber nur der erste Frame, das heißt No Movement. Das verhält sich, ich weiß nicht, ob das schon länger so ist, Natalia hat das vor kurzem gesehen im Feed oder bemerkt ihr. Artikel, LinkedIn-Artikel, also nicht die Status-Updates im Newsfeed, sondern die längeren Artikel, die ihr verfassen könnt, wenn ihr hier in eurer Postingbox auf Write an Article klickt. Diese Artikel haben ein Header-Bild. Man muss es nicht zwangsweise hochladen, sollte man aber natürlich auf jeden Fall generell im Web Titelbild immer sehr, sehr anzuraten. Und dieses Titelbild kann ein Animated GIF sein, es kann nicht nur ein Animated GIF sein, sondern es wird dann auch, wie ihr es hier am Screen seht, in der Artikelübersicht und natürlich beim Artikel selber animiert dargestellt. Ich habe jetzt noch nicht getestet, ob dieses Vorschaubild auch in der Timeline dann blinkt und tanzt, wenn es denn ein Animated GIF ist oder ob das nur in der Artikelübersicht passiert, beim Artikel selber auf jeden Fall auch. Und das ist natürlich eine wirklich sehr, sehr interessante Sache, wenn man Animationen smart einsetzt. Man kann sie immer hier für ein bisschen Bling-Bling verwenden. Das ist auf jeden Fall schon ein Hingucker. Gibt aber auch noch ganz viele andere Möglichkeiten. Und das könnte, behaupte ich mal, möglicherweise sogar durchaus dem Artikelformat einen großen Boost geben. Das sitzt momentan ja ein bisschen, ich sage mal, zwischen den Stühlen. Auf der einen Seite tolle Sache für Leute, die keine eigene Homepage haben, ausführlichere Sachen schreiben wollen. Auf der anderen Seite von der Verbreitung im Newsfeed her, allerdings im Vergleich zu den normalen Status-Updates, recht stiefmütterlich behandelt. Also eine gute Sache, sicherlich mehr Aufmerksamkeit für längere Texte, wenn man sich schon den Aufwand und die Mühe macht, eine ausführlichere Reportage, Darstellung, Artikel zu schreiben, dann freut man sich natürlich auch über entsprechend viele Leser. Ich möchte der Vollständigkeit halber auch erwähnen, dass LinkedIn-Artikel eine sehr, sehr lange Halbwertszeit haben. Initiale Verbreitung im Feed ist eben nicht so hoch. Aber wie gesagt, mit Animated GIFs ja, kann man es sicher ein wenig pimpen. Falls ihr jetzt sagt, ich hasse Animated GIFs, möchte ich nur an der Stelle darauf hinweisen. Wenn es andere machen, dann fallen deren Artikel mehr auf. Und das ist im Web wirklich weniger eine Geschmacksfrage, sondern so wie Gary Vaynerchuk immer sagt, I am blindly customer-centric. Animated GIFs. Mein nächster Artikel wird sicherlich ein Animated GIF-Header-Bild bekommen. Wie schaut es bei euch aus? Ja, wie gesagt, ich glaube, das ist eine feine und durchaus sinnvolle Sache. Und damit kommen wir zum bereits angekündigten und versprochenen Interview mit Miriam Rupp und Nora Feist. Mashup Communications, meiner Ansicht nach, eine sehr, sehr spannende Agentur. Großartiges Buch über Storytelling von den beiden Geschäftsführerinnen. Aber hört selbst, viel Vergnügen mit dem ersten Teil unseres Interviews. Liebe Miriam, liebe Nora, freut mich sehr, dass ihr heute bei mir in der LinkedIn-Show zu Gast seid. Ihr beide seid die Geschäftsführerinnen und Gründerinnen von Mashup Communications, Digital-Kommunikationsagentur in Berlin. Da werden wir noch drüber sprechen. Und ihr beide habt auch nicht abgewartet, bis ihr den Großteil einer klassischen Corporate-Karriere hinter euch gebracht hattet, sondern ihr habt auch relativ bald euer eigenes Unternehmen gegründet. Was hat euch dazu gebracht? Was war die Idee und wie sind eure Erfahrungen bisher mit Mashup Communications? Genau, wie du schon richtig gesagt hast, wir haben nicht die große Corporate-Karriere hinter uns. Ich persönlich habe nach meinem Studium, was ich in Potsdam absolviert habe, direkt eine Agentur angefangen, wo ich auch Nora dann kennengelernt habe. Da haben wir 2 Jahre zusammen gearbeitet
Und dann haben sich unsere Wege ganz kurz getrennt. Ich habe dann Mashup gegründet. Der Grund dafür war eigentlich so ein bisschen so der Ruf nach Freiheit, den man ja vielleicht auch gerade in dem jungen Alter noch mehr hat und einfach mal sich ausprobiert. Und das ist zum Glück gelungen alles. Und wir haben uns seit 11 Jahren ganz gut geschlagen am Markt und etabliert. Und genau, so kam das bisher zustande, wie Mashup gewachsen wurde und wie Nora und ich uns kennengelernt haben. Ja, ja. Ja, das heißt, gerade nicht Digital Natives, aber eigentlich, wir sind ja in der Generation noch mit dem digitalen Medienumbruch groß geworden. Was hat sich da so geändert in der Kommunikation in den letzten Jahren oder in der Zeit, seit du oder seit ihr beide im Arbeitsleben wart oder seit ihr Mashup gegründet habt? Viel. Also ich kann ja mal ganz kurz sagen, wo ich so herkomme. Also ich habe nach meinem Abitur eine Ausbildung als Werbekauffrau gemacht. Und das ist ja auch ein Begriff, den man heute auch nicht mehr kennt. Das heißt ja jetzt, glaube ich, Fachfrau für Marketingkommunikation, meine ich. Also ungefähr, ne? Also kann man auch einordnen, was ich das gemacht habe. Und dann habe ich später noch ein Studium der Publizistik und Kommunikationswissenschaften gemacht. Kollegin. Weil ich halt... Ja, in Berlin studiert, an der FU, weil ich halt, ich fand halt Kommunikation immer spannend. Ich fand Werbung spannend, ich fand auch Journalismus spannend. Ich habe dann auch bei der Berliner Zeitung beispielsweise geschrieben, aber ich fand diese Mischung Doppelkollegin. Gut. Also ich war freier Zeitung. Journalist, ich hatte 2-3 Mal was für die Berliner Zeitung auch geschrieben im Musikbereich. Okay. Mhm. Ja, ich war auch im Feuilleton. Also genau, und ich fand halt diese Mischung gut und ich wollte dann auf jeden Fall in die PR gehen. Das war mir ganz wichtig. Und dann, wie gesagt, habe ich Miriam kennengelernt und in der Agentur davor, da war schon der Fokus auf Startups, auf digitalen Unternehmen. Und das war, glaube ich, tatsächlich so eine Zeit, wo man im Vorstellungsgespräch noch gefragt wurde, nutzt du denn auch was online? So nach dem Motto. Und wo irgendwie gerade StudiVZ anfing und dann ganz sachte auch Facebook, also so eine Sache. Und wo man Journalisten tatsächlich noch erklären musste, was online überhaupt ist oder wo sie gar nichts mit unseren Kunden damals auch anfangen konnten, wo sie mal meinten, ach so, online, ja, dann müssen sie in die Online-Redaktion oder auch dann fangen sie gerade mit Apps an, wo sie dann auch war, ja, weil ich weiß gar nicht, wo ich das jetzt unterbringen soll, wir haben ja gar keine App-Rubrik, vielleicht dann bei Kinderbüchern, wir hatten einen Kunden, der halt Kinder-Apps gemacht hat, also so ungefähr hat sich das gewandelt, da war von Content-Marketing, von Storytelling aber noch gar nicht irgendwie die Rede. Weil du es gerade ansprichst, ihr bietet als Agentur verschiedene digitale Dienstleistungen, auch PR an. Meiner persönlichen Meinung nach wächst ja im Digitalbereich PR und Marketing sowieso immer mehr zusammen. Aber du hast jetzt auch angesprochen Storytelling, eine Querschnittsmaterie eigentlich in der Kommunikation, im Marketing, oder? Was ist Storytelling? Genau, für uns ist Storytelling eigentlich, es ist halt ein Werkzeug, mit dem wir alles gut verknüpfen können, was jetzt alle möglichen Kommunikationskanäle angeht. Man kann das immer, ich sage immer, Storytelling kann man auch als Anwalt einsetzen und als Lehrer, Lehrerin einsetzen. Das heißt, damit kann man einfach alles ein bisschen spannender machen und ein bisschen emotionaler gestalten. Das heißt, es erfindet eigentlich die PR nicht neu und auch das Content-Marketing nicht neu und ja, Social Media oder was man auch in der internen Kommunikation von den Methoden her macht. Aber wenn man Storytelling dabei einsetzt, ist das halt einfach zugänglicher und einfacher verständlich und bleibt auch länger hängen und im besten Fall verbreitet es sich auch besser, gerade über die sozialen Medien. Also das ist so ein bisschen, wie wir es einsetzen. Und Storytelling kennt ja eigentlich jeder, das, woraus Filme, Bücher, Geschichten eben gemacht sind, nur eben angewandt auf diese klassischen Kommunikationskanäle. Jetzt ist, wenn sich Geschichte wiederholt, könnte es ein bisschen so sein, dass Storytelling das neue Webdesign wird. Es schreiben sich sehr viele Storytelling auf die Fahnen in der jüngeren Vergangenheit. Du kennst dich nicht nur damit aus, das ist auch offiziell vom Verlag bestätigt, du hast ein Buch veröffentlicht über Storytelling und zwar 2016 ist das schon rausgekommen, Storytelling für Unternehmen. Das steht auf meiner Pflichtliteraturliste, auch in der Social Media Vorlesung. Ich finde es ganz hervorragend und ich tue jetzt aber mal so, als hätte ich es nicht gelesen. Wenn man beginnt, sich mit Storytelling zu beschäftigen, dann ist ja oft von der Heldenreise die Rede und da gibt es oft sehr rigide Modelle mit genau eingezeichneten Stationen. Was hältst du davon, von diesen genauen Vorgaben? Also ich finde, es ist erstmal super, dass man so was Weiches wie Storytelling, was man ja wirklich nicht wie eine Formel irgendwie so lehren kann, erstmal, dass man dafür irgendein Modell hat, was erstmal eine Grundlage ist. Das
finde ich, hilft. Natürlich sollte man sich daran aber jetzt nicht so rigide halten. Das ist eine super Vorlage für Filme. Star Wars wurde ja komplett nach dieser Heldenreise konzeptioniert und wir alle wissen, wie gut Star Wars funktioniert und wie sich daraus so eine ganze Story-Welt geschaffen hat. In der Kommunikation ist es aber eher so, dass man sich dann vielleicht nochmal einzelne Punkte dieser Heldenreise raussucht zum Beispiel, ne? Dass man als Unternehmen eben nicht nur über die großen Erfolge spricht, sondern eben auch mal über den Punkt, wie man diese erste Schwelle zu einer neuen Welt gemeistert hat oder welche Mentoren und Begleiter man auf der eigenen Heldenreise hatte oder eben auch welche Learnings man gezogen hat und vor allen Dingen, welche schwierigen Steine im Weg lagen oder welche schwierigen Hürden es zu überwinden gab, weil das ist ja der Stoff, aus dem dann 80% oder 90% eines spannenden Films auch gemacht ist. Da geht es ja nicht nur um die Einleitung und um den Erfolg als Schluss, sondern eigentlich um den steinigen Weg dahin. Und das ist eigentlich auch das Spannende für Unternehmen, zu lernen, darüber zu sprechen, weil dadurch kann man eben ja so eine Followerschaft aufbauen, die auch wirklich mit Herz dabei ist und die diese Marke, was ja eigentlich jetzt nichts, erstmal per se nichts Menschliches ist, total ja, nahbar macht und irgendwie auch ja so ein bisschen, so eine, ja, wie gesagt, so eine Followerschaft gewinnen kann, die am Ende einem Produkt irgendwie Emotionen schenkt. Ja, und dann ist es auch für unsere Kunden gut, weil wir natürlich trotzdem auch deren Heldenreise aufschreiben und ihnen gleichzeitig erklären, dass sie sich aber eigentlich als Mentor in dieser Heldenreise verstehen müssen und dass sie eigentlich schauen müssen, welche Heldenreise ihre Kunden eigentlich durchlaufen. Und dann können sie sich nämlich viel besser hineinversetzen, zu überlegen, was für Werkzeuge, was für Wissen brauchen eigentlich die Kunden, damit die eben ihr Abenteuer bestehen können. Und so gehen wir eigentlich schon von dieser Theorie auch in die Praxis für unsere Kunden an die Sache ran. Nora, du nimmst damit quasi schon meine nächste Frage vorweg. Ich wollte nämlich fragen, kann man Storytelling lernen oder ist das, wie viele glauben, auch beim Schreiben angeborene Kreativität? Ihr bietet einen Online-Kurs zum Thema Storytelling an. Genau, wir haben ja, nachdem wir also das Buch Storytelling für Unternehmen, was wirklich auch sehr erfolgreich ist und auch tatsächlich für uns immer noch als Werkzeug auch hilft in unserer täglichen Arbeit, haben wir dann gedacht, dass wir das Ganze eben auch nochmal als Online-Kurs anbieten und da haben wir dann also tatsächlich diese Beispiele, die wir im Buch haben, aber auch nochmal andere Beispiele praktisch nochmal aufgezeigt, dass man es nochmal besser sehen kann und ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass jeder sofort ein Profi ist nach dem Kurs, aber es hilft natürlich auch wieder, genauso wie wenn ich das Buch lese, einfach zu verstehen, worum es geht, was für Ansätze ich habe. Man hat auch nochmal so Do-it-yourself-Sachen da drin, dass man auch wirklich das für sein Unternehmen anwenden kann. Genau, und es ist halt dann, ja, jeder ist ja ein bisschen anders. Manche liest eben gerne oder liest nochmal nach. Manche Leute schauen sich dann eben auch gerne Online-Kurse an und dafür ist es, glaube ich, gut, dass wir beides haben. Wo stehen wir denn da aktuell deiner Einschätzung nach? Sind eure Kunden, wenn ihr neue Kunden habt, kommen die und sagen, wir suchen jemanden, der uns hilft, unsere Story zu entwickeln? Oder sind das eher Kunden, die sagen, wir suchen Profis in der digitalen Kommunikation und ihr sagt denen dann, Storytelling wäre da ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil? Es ist beides. Also es gibt tatsächlich Kunden, die sagen, ich habe das Buch gelesen und ich möchte jetzt auf jeden Fall Storytelling machen. Und dann müssen wir natürlich erstmal trotzdem sagen, ja, ist ja schön, dass du es möchtest, aber was brauchst du jetzt eigentlich? Und dann gibt es aber auch genauso Kunden, die sagen, wir brauchen PR, wir wollen bekannt werden. Und wir sagen ihnen, okay, wir machen das mit dem Storytelling-Ansatz. Also tatsächlich beides. Als Agentur an den Schnittstellen, ich glaube, das gilt für jeden bis zu einem hohen Grad, der im digitalen Bereich tätig ist, an den Schnittstellen von Kommunikation und Technologie. Wo seht ihr euch da? Arbeitet ihr im technologischen Bereich mit Partnern zusammen oder bietet ihr selber auch, das läuft ja immer sehr schnell ineinander, wenn es jetzt darum geht, beispielsweise eine Kampagnenseite, Landingpage oder was auch, oder eine Social Media Kampagne umzusetzen oder was auch immer? Also ich würde sagen, wir gehen immer erstmal vom Content aus und jetzt nicht unbedingt von dem Kanal und versuchen Geschichten und Content so zu konzipieren, dass sie adaptierbar sind für alle möglichen Kanäle. In ihre speziellen Merkmale. Wenn es dann um die technische Umsetzung geht, haben wir häufig auch Partner. Wir sind jetzt eher wirklich die Geschichtenerzähler, die Regisseure im Hintergrund sozusagen. Und dann gibt es natürlich immer noch ein extra Kameramann oder Kamerafrau, da gibt es einen Tontechniker oder Tontechnikerin. Ne? Also wie in einem Film suchen wir uns dann auch die Partner zusammen, die eben dann für die speziellen Kanäle auch das Kreative nochmal wirklich ganz spezialisiert schön umsetzen können. Ja. Seid ihr beide eigentlich gebürtige Berlinerinnen oder
Ja. Wirklich? Wow. Ja. Sie nämlich auch nicht so häufig. In Wien trifft man kaum jemals einen echten Wiener, sondern lauter Zurkraste, wie wir hier sagen. Okay, verstehe. Und wir haben tatsächlich in der Agentur auch viele Berliner und Berlinerinnen. Ja, es hat sich also so ergeben. Wir haben natürlich auch Leute aus Bayern und so, wie es so ist, ne, die Leute, die zugezogen sind ins tolle Berlin, aber auch viele Berliner und Berlinerinnen. Sehr kompetente Unterstützung beim Thema Storytelling. Man kann es gar nicht oft genug betonen. Gerade in Zeiten der Aufmerksamkeitsüberflutung, in Zeiten der vielfältigen Optionen, ist es ganz, ganz besonders wichtig, eben nicht nur die Ratio, nicht nur den Kopf, sondern auch den Bauch anzusprechen. Bauchgefühl, die Emotionen, und da ist Storytelling ganz einfach das Mittel der Wahl. Ja, und an dieser Stelle würde ich normalerweise eure Fragen beantworten. Ich habe mich schon sehr gewundert, warum es heute so wenige Zuseher sind. Aber ich muss zugeben, wir haben technische Probleme, beziehungsweise einen Host, der vergessen hat, dass er den letzten Stream in eine geschlossene Gruppe gemacht hat. Ich habe das nicht umgestellt. Und deswegen wird es in Kürze eine Wiederholung geben. Nichtsdestotrotz, wir lassen uns natürlich nicht aus der Ruhe bringen und hören uns gemeinsam das zweite Teil des Interviews an. Ich habe mich mit Miriam und Nora über LinkedIn unterhalten. LinkedIn im Marketing-Einsatz für das eigene Personal Branding, aber natürlich auch fürs Unternehmen. Und wir sprechen über ein ganz besonderes Thema, Synästhesie. Ich wollte immer schon mal jemanden kennenlernen, der synästhetisch wahrnimmt, aber hört selbst. Kunden aus dem B2C und aus dem B2B-Bereich. Wir kennen uns über LinkedIn bzw. übers Web, bevor wir uns physisch gesehen haben, wie das heute halt oft so passiert. Wie verwendet ihr LinkedIn? Was bringt euch das was für eure Arbeit? Ist es ein relevanter Bestandteil in der Kommunikation mit dem Kunden oder ist es für euch selber wichtig im Hinblick auf Kurs, Buch oder Positionierung? Wie siehst du das? Also ich habe gemerkt, dass es in den letzten Jahren halt immer stärker geworden ist, dass also ich persönlich und dann natürlich auch fürs Unternehmen, dass wir LinkedIn nutzen. Also ich glaube, mittlerweile nutze ich halt LinkedIn praktisch für die Kommunikation mehr als zum Beispiel Twitter. Also ich habe mehr früher Informationen über Twitter irgendwie verbreitet und ich merke aber einfach, dass die, über LinkedIn ist irgendwie die Aufmerksamkeit viel stärker, auch mehr als über Facebook und so weiter. Und ich wollte auch über Facebook, über meinen privaten Kanal keine Business-Sachen teilen. Und ich finde, es ist genau eine gute Mischung, da eben sein Netzwerk zu haben und halt wichtige Sachen mit seinem Netzwerk auch zu teilen und auch zu diskutieren. Und auf der anderen Seite nutze ich das tatsächlich auch wie ein Newsstream inzwischen. Also das ist tatsächlich, dass ich da ja auch relevante Meinungen mehr irgendwie einhole und Neuigkeiten lese. Ja. Ja. Aber wie ist das bei dir? Ist es so... Entschuldigung. Ja, bei mir ist es so, ich habe eigentlich eine sehr lange Reise mit LinkedIn schon hinter mir, weil ich habe 2007 tatsächlich als einer meiner ersten Kunden in der PR LinkedIn gehabt in Deutschland. No way! Und bin entsprechend seitdem auch schon angemeldet. Und es ist ganz interessant, weil da schon da LinkedIn versus Xing. Und der große Kampf der Business-Netzwerke, der ja bis heute noch anhält. Und das ist echt ganz spannend zu sehen, weil als ich dann nicht mehr für LinkedIn gearbeitet habe, war das Thema für mich auch erstmal gegessen, weil das wirklich noch in Deutschland keine Rolle, keine große gespielt hatte. Und da schafft man sich mal so als Young Professional so einen Premium-Account bei Xing an und dann vergisst man LinkedIn auch eine Weile wieder. Man nutzt LinkedIn auf Englisch mit seinen internationalen Kontakten. Und jetzt mit Mashup hat sich das schon mehr in die Richtung entwickelt, dass ich jetzt langsam überlege, meinen Xing-Premium-Account wieder abzubestellen. Und bei LinkedIn habe ich jetzt auch schon sehr lange und dann probiert man natürlich jetzt immer mehr Sachen aus, gerade wo man merkt, dass Content halt bei LinkedIn sehr groß geschrieben wird. Und wir machen ja Content und Geschichten, genau. Ne? Also da wurde das für uns einfach auch viel attraktiver wieder. Und man merkte halt auch, dass in Deutschland immer mehr Leute nachziehen. Also ich habe so ein bisschen so eine Achterbahnfahrt, mal war das total wichtig, mal vergisst man das dann wieder 3 Jahre. Ich denke, jetzt ist es für uns total wichtig. Ich denke, Xing hat mit Kununu immer noch ein sehr starkes Argument und ich bin gespannt, wann sowas bei LinkedIn kommt. Und wir im Moment, wir haben ja auch mit dir einen Workshop gemacht, der das einfach nochmal für alle unsere Mitarbeiterinnen auf den Radar gebracht hat und dadurch haben wir jetzt auch nochmal so einen Anschub, einfach nochmal mehr auszuprobieren, nochmal mehr von unserem Content, den wir eh schon viel Arbeit reinstecken,
auch speziell für LinkedIn zu machen. Ich speziell überlege auch gerade so ein bisschen in die Richtung Video zu gehen und da mal so meine Gedanken zu teilen über Video als Format. Und ich nutze es ähnlich wie Nora auch passiv sehr gerne. Also ich schaue mir das lieber an als auf Facebook, wo halt noch mehr getrollt wird oder sowas. Es ist auf LinkedIn einfach nochmal eine Ecke seriöser und dadurch, dass es halt das Business-Netzwerk vielleicht auch nochmal diverser ist als der persönliche Freundeskreis, kriegt man da auch nochmal Input aus so ganz überraschenden Ecken, was mich immer mal wieder täglich reinklicken lässt. Ja. Und wir nutzen es tatsächlich jetzt auch so, dass wir das auch dann angefangen haben, dass wir wirklich so Corporate Influencer bei uns in der Agentur ernannt haben und dass wir wirklich überlegt haben, ein bisschen wirklich gelernt, welche Themen halt wirklich auch relevant für diejenigen sind und dass wir das halt also tatsächlich jetzt auch so verfolgen, dass wir das wirklich professionell angehen als Agentur. Ja. Das ist halt auch klar, wenn man als Digitalagentur oder PR-Agentur auch an, ich sag mal, lockereren Arbeitsstil gewohnt ist, als jetzt beispielsweise ein Pharmaunternehmen, weil sehr spannende Branche, aber da gibt es halt auch Kunden, nicht nur Pharmabranche, viele Branchen, die sehr starke oder einerseits sehr hierarchische Tradition haben oder auch sehr strikte gesetzliche Auflagen, wo man alles Mögliche beachten muss. Und dabei ist aber gerade in dem Social-Media-Bereich die Präsenz eines Unternehmens ist halt nie die Company-Page, sondern die Company-Page und die Mitarbeiter. Die kann man nicht verstecken, mehr oder weniger. Ja. Ja, das ist natürlich spannend. Das heißt, ich habe meinen Premium-Account auch vor einiger Zeit gekündigt bei Xing. Ich bin da immer sehr pragmatisch. Ich habe Ich habe Twitter auch sehr intensiv verwendet früher, weil ich weiß nicht, bei euch in Deutschland, glaube ich, auch ziemlich journalistenlastig, bei uns in Österreich ganz extrem, weil ein sehr populärer Nachrichtenmoderator in der Hauptabendnachrichten, der hat das immer promotet, seinen Account. Das haben dann alle Journalisten nachgemacht. Armin Wolf hat in Deutschland auch viele Follower. Aber ja, gerade genau wie du sagst, so seit Beginn 2019 hat das wirklich eine kritische Größe erreicht im deutschsprachigen Raum. Ja, das heißt, man kann in Zukunft von euch Videos erwarten und vielleicht auch eine Neuauflage vom Buch oder erweiterte Auflage? Also Videos gerne, auf jeden Fall. Wir probieren mal ein bisschen aus, wie es ankommt. Wenn das gerne geschaut wird, machen wir das dann noch mehr. Was eine Neuauflage des Buchs angeht, überlegen wir immer mal so ein bisschen, aber die Zeit ist auch ein wichtiger Faktor dabei. Mhm. Und an sich, das Buch ist eigentlich so konzeptioniert, dass es eigentlich einen sehr guten Langzeitfaktor hat. Also wir haben uns ja nicht speziell auf irgendwelche Kanäle da konzentriert. Sicherlich viele Beispiele, die bestimmte Kanäle abdecken. Auch LinkedIn gibt es ein paar Beispiele. Aber das Schöne ist, dass es eigentlich so ein Rundumschlag und so Grundsätzliches ist, dass man eben auch nicht so abhängig von einem Kanal ist, von der Herangehensweise her. Also erstmal ist das nicht geplant, aber klar, wenn sich jetzt ganz viel grundlegend ändert in den nächsten 5 Jahren, muss man wahrscheinlich nochmal eine erweiterte oder zumindest aktualisierte Auflage auflegen. Mehrteilige Ausgabe. Ja, aber neue Beispiele oder so. Ne? Ja, so. Genau sowas. Eine Abschlussfrage, der kein Gast hier kommt in meiner LinkedIn-Show. Wer von euch mag beginnen? Ist egal. Soll ich anfangen, Miriam? Ja, gerne. Also genau, du hast die, sag mal eine Abschlussfrage erstmal. Erzähl uns doch bitte irgendwas über dich, dass deine Online-Kontakte und du, in der Branche hat man natürlich auch sehr viele Online-Kontakte, nicht über dich wissen oder die meisten zumindest wahrscheinlich nicht über dich wissen. Genau, also die meisten wissen nicht, dass ich Synästhesie habe. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, das ist. Du weißt, was es ist, ne? Ja, das selbstverständlich. Ich beneide dich. Wieso? Ich weiß gar nicht. Also genau, ich erkläre es vielleicht nochmal ganz kurz. Also Synästhesie ist, dass man, also bei mir ist es zumindest so, ich sehe alle Ziffern farbig und ich sehe Vokale farbig. Und ich habe als Kind gedacht, dass es normal ist, weil ich habe dann immer, wenn ich mit dem Bus gefahren bin zur Schule, der 48er Bus, da war die 4 ist immer blau und die 8 ist grün. Und für mich war das ganz normal, dass es so ist, dass man eben Sachen farbig sieht. Und dann habe ich es meiner Mutter erzählt und dann hat die gesagt, nee, das ist ganz selten. Und meine Tante hatte das wohl auch, aber das findet gar nicht, also hat man gar nicht so oft. Und dann habe ich erst viel, viel später, erst vor ein paar Jahren, gewusst, dass es auch einen Begriff dafür gibt. ich halt Sachen farbig sehe. Und ich weiß gar nicht, inwieweit mich das beeinflusst, dass ich merke mit Zahlen gar nicht so gut. Ich bin auch ganz schlecht in Mathe. Aber an sich habe ich, glaube ich, ich habe wirklich ein visuelles Gedächtnis. Also wenn mir so über Geschichten merke ich mir natürlich Sachen sehr gut. Das ist die Logik von Storytelling. Aber also an sich Fakten und so kann ich mir nicht merken, wenn du es mir erzählst. Aber wenn ich sehe, dann merke ich es mir. Und vielleicht hat es eben auch damit zu tun, dass ich es eben farbig sehe.
Ich habe gesagt, beneiden deswegen, weil unter anderem die meisten Menschen, die synästhetische Sinneswahrnehmungen haben, sind einerseits sehr kreativ und memotechnisch sehr gut. Ich weiß, dass fast alle wirklich Top-Mentalisten, die mit Gedächtnistricks gearbeitet haben, Also ich gewinne, pass auf, ich bin immer noch stolz, ich gewinne und mein Sohn ist jetzt 11 Jahre alt und ich habe immer gegen den eine Memory, gewinne ich gegen den. Also da bin ich auch mega stolz drauf, weil normalerweise gewinnt man gegen ein Kind nicht mehr. Und das ist natürlich auch mein Anspruch, weil ich eh sehr, sehr gerne gewinne. Das Miriam wird mir zustimmen. Das weiß auch jeder in meinem Team. Aber ich glaube, das hat damit auf jeden Fall zu tun. Ich habe ein gutes Gedächtnis. Ja. Cool, cool. Miriam, siehst du auch zahlenfärbig oder haben wir das beide nicht? Was die Leute nicht über mich wissen, ist, dass ich gar nicht Miriam Rupp heiße. Und ich glaube, wahrscheinlich auch damit einhergehend ein Problem habe, wahrscheinlich was viele Frauen haben, wenn sie erst mal geheiratet haben. Also ich habe halt meinen früheren Namen beruflich behalten, gerade weil wir da unser Buch veröffentlicht haben. Und wenn man da meinen privaten Namen gegoogelt hätte, hätte man überhaupt nichts zu mir gefunden. Aber ich wollte privat natürlich trotzdem den Namen meines Mannes annehmen. Insofern habe ich so ein bisschen jetzt über eine Art Künstlernamen das geregelt. Aber würde mich natürlich auch interessieren, wie andere Frauen oder auch Männer, die den Namen ihrer Frau annehmen wollen, irgendwie regeln. Weil das war für mich echt eine lange Gedankenübung. Und so 100% happy bin ich mit der Lösung immer noch nicht. Aber es war jetzt erstmal die beste, dass man eben ja seine komplette Online-Reputation, die man ja um seinen Namen auch spinnt, ne, irgendwie überdenken muss. Aber das vielleicht nicht der Grund sein sollte, jetzt nicht so traditionell irgendwie einen neuen Namen anzunehmen. Genau, aber ich heiße eigentlich nicht Miriam Rupp. Wer meinen richtigen Namen rausfinden will, muss in unser Impressum schauen. genau, das weiß wahrscheinlich nicht ein Großteil meines Netzwerks nicht über mich. Ja, großes Thema. Also in meinem Bekanntenkreis gibt's viele Doppelnamen mittlerweile. Sind einige. Ja, bei uns, meine Frau hat meinen Nachnamen angenommen, die war aber vorher schon mal verheiratet. Dann ist es auch einfacher sozusagen. Ja, aber wenn man sich halt so eine Online-Reputation aufgebaut hat und dann, man muss ja auch danach weisen, glaube ich, als Künstler, dass man halt Veröffentlichungen hat und so weiter, dann ist es ja auch angenommen. Aber ja. Gleich von vornherein an Künstlernamen verwenden, wie Datenschmutz. Da kann man auch Identität wechseln. Naja, gut, Zeugenschutzprogramm geht nicht. Aber gut, das war nur Zufall, war nicht geplant. Plane auch. Das schreibt dich ja niemand so an. Ja, ja. Also man könnte jetzt auch Frau Mesh ab, aber es ist blöd. Ja, aber da, danke euch beiden für die Zeit. Wir bleiben auf LinkedIn in Kontakt und ich hoffe, wenn dann das Flugverbot und die sämtliche Maßnahmen, glaube ich, Unwort des Jahres auslaufen, dass wir uns dann auch wieder mal face-to-face sehen in Berlin oder falls ihr in Wien seid natürlich. Sehr gerne. Da gibt es eine Spezialführung. Super. Passt. Okay, vielen Dank. Bis dann. Danke Tschüss. Euch. Ciao. Ich freue mich jedenfalls auf den nächsten Berlin-Besuch. Die beste Currywurst gibt es immer noch dort. Abgesehen davon ist Wien natürlich auch eine fantastische Stadt. Also schauen wir mal. Flugverkehr, Reisefreiheit wiederhergestellt. Und wir sind damit auch schon fast am Ende der heutigen Sendung. Aber nur fast, denn wie alle unsere Stammzuseherinnen und Stammzuseher natürlich wissen, keine LinkedIn-Show endet ohne die Status-Updates der Woche. So auch nicht die Nummer 45. Was gibt es diese Woche zu berichten? Diversity. On Point ist zurück. Wir sind zurück. Im Mai haben wir passiert. In der 5. On Point Debatte, die seit Montag online ist, geht es um das Thema Diversity, Feigenblatt, ethische Pflicht oder Erfolgsfaktor. Diversity ist für so gut wie jedes Unternehmen ein Riesenthema. Die Frage ist selbstverständlich, wie ernst man das nimmt, auf welchem Level man sich damit befasst. Und da haben wir diesmal wieder ganz, ganz fantastische Expertinnen und Experten mit dabei in der Runde. Unter anderem Ali Makhlodi, wir haben Begonia Vasquez-Merayo dabei, Caroline Schlegenthal, Doris Hartl, alles nachzulesen im Artikel. Meine Co-Founderin Irene Kilubi und ich freuen uns sehr über die wirklich, wirklich grandiosen Statements, gerade
Diversity ist ja ein Thema, das sehr unterschiedliche Dimensionen hat. Dr. Julia Freudenberg ist dabei von der Hacker School, Elke Benning-Rohnke, drei Top Voices mit in der Runde. Und ja, ich kann nur sagen, die Diskussion ist im vollen Gange. Wie ihr hier sehen könnt, schaut rein, lest euch durch, überlegt, wie das für euch so ist mit dem Thema Diversity. Wir freuen uns sehr, wenn ihr euch an der Debatte beteiligt. Es gibt auch eine Gruppe zu OnPoint, Links im Artikel. Die Links poste ich gleich hier zur Sendung. Und ja, natürlich ist LinkedIn ein Business-Netzwerk und natürlich sind wir alle primär hier, um unser Geschäft voranzutreiben, um Kunden zu finden, um Employer Branding zu supporten, um Mitarbeiter zu finden. Aber ich finde, oder Irene und ich finden, es ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir uns mit gesellschaftspolitischen Themen befassen. Und was uns ganz besonders freut, in der fünften Runde, unser Organisationsteam ist gravierend angewachsen. Ja, und ihr werdet in der nächsten Zeit noch viel von OnPoint hören und noch viele spannende Debatten mitverfolgen können und vor allem auch euch selber daran beteiligen können. Also mit anderen Worten, OnPoint, Gruppe beitreten, Page abonnieren und ja, diese Gesellschaft wird nicht von allein besser, wenn wir uns nicht alle aktiv darum kümmern. In diesem Sinne, OnPoint Diversity, wie denkst du darüber? Ilkay hat mit seinem Tipp Nummer 57 von 365 LinkedIn-Tipps, da kommen also noch über 300, einen spannenden Vergleich gepostet, wo er von den Features her mal überlegt, was spielt denn eigentlich grundsätzlich eine Rolle, was gibt es denn so für Features im Social-Media-Bereich, die für selbstständige Klein- und Mittelständler wichtig sind. Und er hat dann hier eine Benchmark gepostet. So, ich mache das hier mal groß. Er hat das aufgegliedert eben in Profil, Sprachunterstützung, Unternehmenspage, Showcase und so weiter und so weiter. Und da schneidet eben LinkedIn im Vergleich zu Facebook, Instagram, YouTube und Xing sehr, sehr gut ab, also auch in dieser Hinsicht. Und vor allem ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der Google erste Seite. Ilkay hat hier bei Facebook Nein eingetragen, das kann funktionieren, kann nicht funktionieren, aber das ist natürlich tatsächlich eines der ganz, ganz großen Assets, wenn man die Privacy-Einstellungen des Profils entsprechend tätigt, dass man dann eben auch ohne eigene Homepage einen Google-Platz 1-Treffer mit dem eigenen Namen hat, wo man die Inhalte selber steuern kann. Das ist ja genau das, was man im Rahmen des Digital Branding oder auch im Zuge eben des Online Reputation Management gerne haben möchte. In der Ome-Gruppe, falls ihr euch jetzt wundert, warum ich hier einen mehr oder weniger leeren Bildschirm herzeige, das ist keine Banne. Die Ome Online Marketing Österreich, Deutschland, Schweiz, unsere Online Marketing Gruppe, Moderatoren sind dort meine Gattin, Dr. Astrid Bettauer, Robert Seger und ich, ist mittlerweile auf 1630 Mitglieder angewachsen. Wir werden also die 2000 Mitgliedermarke bald knacken. Ich erwähne das, ich freue mich natürlich, wenn ihr Mitglied werdet. Das ist aber nicht der Grund, warum ich das hier erwähne, sondern mir ist letztens aufgefallen, bei den LinkedIn-Gruppen, wenn man als Administrator jemand einlädt, dann kann der direkt beitreten. Wenn der Beitritt, wie sagt man, Beitrittsgesuch, Beitrittsantrag stellt, dann muss den ein Moderator genehmigen. Das passiert über dieses Management-Interface hier, über Membership. Da haben wir jetzt, wächst wirklich schnell an. Also hier bei Requested sieht man dann eben und kann die neuen Mitglieder. Und neu dazugekommen ist dieser Tab Content. Das finde ich nämlich spannend, weil es gab früher mal bei den LinkedIn-Gruppen recht umfangreiche Moderationsfunktionen. Also manche Postings hat der Algorithmus selber als Spam erkannt. Das konnte man als Moderator dann wieder auch rückgängig machen manuell. Und dieses Pending Posts, also freizuschaltende Postings, das war dann die längste Weile verschwunden, gemeinsam mit vielen anderen Gruppenfeatures wie Sticky Postings, die vorne stehen bleiben und so weiter, ist jetzt wieder neu hinzugekommen. Ich hatte bisher noch keinen Eintrag da drin, aber ich sag mal, das scheint mir durchaus ein Indikator dafür zu sein, dass LinkedIn die in letzter Zeit doch etwas stiefmütterlich behandelten Gruppen, wie auch angekündigt, bereits wieder intensiver in der Umgestaltung, in der Mache hat und vor allem eine spannende Frage in dem Zusammenhang, nicht nur die Moderation, die betrifft vor allem die Gruppenbetreiber, sondern auch, werden Gruppenpostings in Zukunft wieder im Feed aufscheinen, Feed ausgespielt werden. Das geht derzeit hier nur über die Notification-Funktion, einmal die Woche, wenn man hier ein Posting eben als Moderator recommended, empfiehlt, dann gibt es diese Benachrichtigung, aber ansonsten sehr, sehr wenig Funktionen. Wäre natürlich toll, wenn sich die Gruppen wieder mehr in Richtung, ich sage mal, Groupware entwickeln,
gerade aktiv betriebene Gruppen, da ist es sehr, sehr hilfreich, wenn man vorne ein Sticky-Posting mit den Gruppeneinführungen und so weiter posten kann. Das fehlt alles, aber ich bin zuversichtlich, dass wir diese Features bald wieder zurückbekommen. Schauen wir mal. Mehr dazu in Kürze. Ein Posting möchte ich gerne vorstellen von Klaus Hoffmann, das ich auch aufgegriffen habe. Klaus fordert alle Studentinnen, Interns und Junior, was auch immer, dazu auf, ihm Kontaktanfragen zu schicken. Und das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt. Ich sage das auch immer meinen Studentinnen in der Vorlesung. LinkedIn ist keine Plattform, die erst dann beginnt, relevant zu werden, wenn man tatsächlich auf Jobsuche ist. Es ist wahnsinnig hilfreich, vorher Netzwerke aufzubauen. Klar, man weiß vielleicht während des Studiums noch nicht, so gar nicht genau, was man machen will. Aber es gibt natürlich Branchen, für die man sich interessiert. Es gibt vielleicht auch Personen, Autoren, die man spannend findet. Es ist recht leicht, auf LinkedIn mit denen in Kontakt zu kommen. Und meiner Erfahrung nach findet man da sehr schnell Anknüpfungspunkte. Gilt dasselbe, was für alle anderen auch gilt, wenn ihr jemanden kontaktiert, der euch nicht kennt, Nachricht dazu schreiben. Und ja, wir helfen das ja gerne. Und ja, wie gesagt, wem es gelingt, bereits als Student sich vielleicht einen gewissen Namen zu machen innerhalb von Netzwerken, der wird sich auch mit der Jobsuche sehr viel leichter tun. Und das hilft einfach bei der Karriere und das macht absolut Sinn, wenn ihr da möglichst frühzeitig damit beginnt. Also in diesem Sinne, ich freue mich über Kontaktanfragen und ja, nutzt LinkedIn. Nicht erst parallel dann mit dem Verfassen der ersten Bewerbung. Und damit bleibt mir nur mehr, auf den morgigen Linked Friday hinzuweisen. Ich habe das noch, shame on me, noch nicht aktualisiert. Es ist morgen nämlich nicht der 50., sondern der 51. Linked Friday. Du markierst eine oder mehrere Personen aus deinem Netzwerk, schreibst kurz dazu, was dir an ihren oder an seinen Inhalten gefällt. Text dieses Posting mit Linked Friday und wir finden dann alle jeden Freitag im Hashtag-Feed jede Menge spannender Accounts, denen man folgen kann, die man kontaktieren kann. Also in diesem Sinne, better feeds for all, share the love. Und damit sind wir auch wirklich am Ende dieser Sendung angelangt. Danke fürs Dabeisein. Das war die 45. LinkedIn-Show mit Richie Bettauer. Nächste Woche am 2. Juli freue ich mich, wenn ihr bei der 46. Sendung wieder dabei seid. Auch da wieder mit sehr, sehr interessanten Gästen. Übrigens, das vergesse ich meistens, sollte ich an dieser Stelle auch mal erwähnen. Ihr findet auf datenschmutz.net/LinkedIn-Show immer die Vorschau auf die Sendungen der nächsten Wochen. Und nächste Woche bei mir zu Gast Doris Maybach, Psychologin, unterhält sich mit mir über die Kraft der inneren Haltung. Doris Maybach ist auch eine Kollegin in unserer Impress Challenge, also in dieser Runde von Coaches, wo wir euch Feedback geben über eure Videos, über euren Ersteindruck. Und die dritte Challenge-Runde läuft auch gerade, mehr dazu in Kürze. Ich wünsche euch einen wunderbaren Donnerstag und ich hoffe, wir sehen uns morgen beim Linked Friday im Newsfeed. Ciao!